So viel dazu. Ich habe. Was denn? Da kamen welche, die haben mich im Schlaf abgestochen. Die sind ja gemein. Ja, Leute, willkommen zu Green Hell zusammen mit Jigsaw und Drasson. Bei Drasson seht ihr seine Sicht, also schaut bei ihm vorbei, auch bei Jigsaw. Und nun viel Spaß bei der Folge. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Green Hell. Ich bin am Ende der letzten Folge eingeschlafen und zwischen den Folgen wurde ich einfach abgestochen eben. Da kamen einfach Welt und haben mich im Schlaf abgestochen, deswegen habe ich jetzt alles verloren. Aber ich habe das hier rundherum gebaut. Wenn wir Steine haben, dann können wir da, haben wir noch mehr Flächen, glaube ich. Womit Steine wir lagen ja genug vor der Höhle. Ja. Wo bist du denn? Wo hast du denn was gebaut? In der Höhle drin. Ich habe einen großen Stein. Ja, den brauchen wir auch, den großen Stein. Ja, ja, ich bringe schon zurück. Und dann brauche ich noch haufenweise Stöcke, aber oder hier ist ein Skorpion gerade gespawnt. Ernsthaft? Wir sollten uns wirklich mal was Neues suchen als die Höhle. Ja, soll ich mal kurz scouten gehen? Alter, das Zeug, was ich mir vorhin gebaut habe, ist jetzt schon kaputt, oder was? Also eine Karte können wir nicht aufrufen. Nee. Gut, dann gehe ich mal kurz auf Scout-Mission. War ich eben auch und dann bin ich gestorben. Ich glaube, alleine macht das relativ wenig Sinn. Dann wollen wir beide zusammen schnell scouten gehen. Ich habe gerade gar nichts mehr. Weiß nicht, ob ich so eine große Hilfe bin. Naja, ich habe auch kaum Nahrung. Ich auch. Hier, wenn wir da langlaufen. Ja, aber ich habe nicht mal eine Waffe. Ja, ich habe nur mein Messer. Ja, nicht mal das habe ich. Das ist ja das Problem. Unvorteilhaft. Ja. Warte mal, Jicky. Ich werf dir mal kurz was runter. Da, der Stein. Wohin jetzt damit? Hinten zum Lagerfeuer. Da rennt ein Skorpion rum. Ja, ich weiß. Ach, du hast ja auch keine Waffen mehr. Nee. Ja, und ich habe keinen Speer. Ich müsste jetzt erstmal irgendwie versuchen, einen Speer herzukriegen. Ich will einfach nur versuchen, mein Zeug wieder zu bekommen. Ganz echt, geht's jetzt gerade wirklich darauf hinaus, dass wir jetzt schon wieder bei Null sind? Yep. Wow. Und ich fall gleich mal hinterher. Hui. Und hab falsche angekriegt. Geil! Bestimmt noch kannst du den letzten Stein mitnehmen, dann ist das Lagerfeuer fertig. Ich habe einen Stein in der Hand, ja. Sehr gut. Wo ist der Skorpion? Was wolltest du gerade sagen? Boah, geht weg, geht weg, geht weg. Schon wieder die Hillibillies? Nee. Aua. Ich glaube hier im Wasser, das sieht mir verdächtig nach Piranhas aus. Oh. Geil, ich bin vergiftet von den Skorpionen. Ich werde gleich wieder sterben. Willst du mich verarschen? Hier ist schon wieder einer. Ja, toll, der bewacht den Ausgang. Ein Skorpion oder ein Hillbilly? Der Skorpion. Skorpion. Okay. Ich bin aber so geschwächt, würde der mich stechen, ich bin auf der Stelle tot. Oh, nice. Hier muss ich irgendwo gestorben sein. Hier ist halt gar nichts mehr. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich muss meine Sachen wieder alle schnell rausschmeißen, denn ich bin am Verrecken. Da ist ein Piranha. Nee, das ist eine Eidechse, die da rumschwimmt. Das ist ein Gecko.
Ich habe mich gewaschen. Ich habe Lehm. Kann ich dich jetzt damit beschmeißen? So ins Gesicht? Wenn da die Lehmziegel trocken werden, können wir irgendwo anfangen, Haus zu bauen. Ah, okay. Aber ich werde eh gleich sterben. Da ist die Wunde. Ich bräuchte einen Verband, aber den habe ich nicht. Das hier ist gar keine so geile Idee hier, was ich gerade mache. Ich speichere dann mal. Oh ja, habe ich mitbekommen, was ich gleich kann. Unvorteilhaft. Ich speichere dann mal. Aber ich sterbe auch gerade. Ohnmächtig. Jigsaw und ich sind beide nebeneinander ohnmächtig geworden. Auch ohnmächtig sind wir miteinander vereint. Naja, immer doch. Ich hab irgendeinen Bambusunterstand gefunden. Ich hab mich erstmal reingelegt und geschlafen. Nice. Super. Und jetzt kommen gleich die. Nein. Hä? Und jetzt kommen gleich die komischen Typen. Ich höre schon wieder Stimmen. Im Nachhinein überlegt, war das vielleicht gar nicht mal so die geilste Idee, weil jetzt so mein Spawnpunkt dahin verlegt wurde. Na, vielleicht können wir da in der Nähe ein Haus bauen. Ja. Da ist auch eine Höhle. Auch. Wollen wir in die nächste ziehen? Ich hab mir sagen lassen, Höhlen sind super. Ja, ich glaube auch. Ich werde irgendwie nicht mehr wach. Ich auch nicht, weil mir dauert das ewig gerade. Ja, und meine Lebensanzeige sinkt ganz langsam. Ich habe Fieber. Ich höre Stimmen. So kann man auch Folgen strecken, ne? Ja. Vor allem das Einzige, was die Leute sehen, ist ein Ladebalken, der noch langsamer geht als ein Ladebalken bei Windows XP. Ich habe auf eine SSD, das geht eigentlich schnell. Oh, ich bin wieder da. Knochen im Inventar? Ja. Soll ich irgendwo an die rumspielen? Ich müsste erstmal gucken, wo meine Knochennadeln sind. Ich habe eine leere Dose gefunden. Und Schokoriegel! Ich gönn mir richtig. Ah, ich renne auch wieder in diesen scheiß Termitenhügel rein. Hier liegt eine Obsidian-Axt und. Ja, das ist meine. Achso. Und ich bin schon wieder ohnmächtig. Und haben Parasiten. Super! Ich merke schon, bei euch läuft. Ja. Ich hab schon wieder den ewig langsamen Ladebalken. Ido. Und ich bin halt ewig weit weg wahrscheinlich. Ja, du bist irgendwie 225 Meter entfernt. Nice. Und ich weiß nicht, ob Jigsaw auch schon wieder ohnmächtig ist, aber bei mir steht er erst nur 18 Meter entfernt. Das schon seitdem der Ladebalken angefangen hat, sich zu bewegen. Ja, er hat gesagt, dass der auch hat. Ich bin ohnmächtig. Na super, dann liegen wir wieder nebeneinander. Und wir kommen nicht in unsere Höhle, weil da ein Skorpion ist. Alles in allem ein bisschen suboptimal gelaufen. Nur ein bisschen. Und ich habe keinen Verstand mehr. Ja, ich höre auch schon Stimmen. Ich höre nur noch Stimmen. Ja, aber... Und ich bin gestorben. Jetzt abseits vom Spiel, oder? Mich hat einer abgestochen. Ja, nice. Dann werde ich wahrscheinlich jetzt auch abgestochen werden. Ja, ich höre Leute, die mich abstechen. Ist das unvorteilhaft. Getötet durch Schnitt. Ja, läuft. Der Skorpion ist weg. Ja, aber wir haben jetzt ein größeres Problem, wenn wir jetzt hier aus der Höhle rausgehen, ne? Ja, erinnere mich bitte nicht daran. Meine Waffen liegen da draußen.
Ich kann halt auch überhaupt nichts machen. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Hier ist ein Skorpion direkt vor mir. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Das Menschenfleisch verdirbt auf jeden Fall, wenn ich nicht bald ein Feuer hinkriege. Okay, wir tun jetzt schon anderthalb Folgen. Versuchen Feuer zu machen. Nice! Wo ist der Typ hin, der uns abgestochen hat? Ich weiß es nicht. Ihr habt Stimmen gehört, oder? Nein, meine Axt ist kaputt. Das Problem hatte ich auch. Ihr zwei habt doch Stimmen gehört, oder? Ja. War der Typ gar nicht wirklich da? Doch, wir sind ja durch Schnitte gestorben. Ja, und? Ihr habt es euch eingebildet und seid deswegen gestorben. Ja. Vielleicht hat sich auch einfach nur eine Katze an mir gerecht. Kann auch sein. Vielleicht kam der Geist meiner Kellerkatze wieder. Es war der Geist der Lego-Katze. Was über die Lego-Katze. Weil wie zu meiner Katze noch einfach mal quer durchs Bild geflogen ist. Was? Ja. Ich bin hin zu dem Raumschiff hin, wo hab die Lego-Steine eingesetzt bei Lego World. Schicksal wollte auch, aber da ich dann schon drin war, hat es bei ihm nicht mehr gezählt und da ist gerade an ihm eine Katze vorbeigelaufen und da hat er die Katze geschlagen und die ist aber quer durchs Bild geflogen. Du bist ja nett. Wenn du mich mal so schlagen würdest in der Nacht. Oh Gott, eine Ratte. Möchtest du das gerne? Ja, na klar, von dir doch immer. Was haben wir denn hier? Oh, was ist das? Okay, in der nächsten Folge. Ich habe einen Wasserfilter entdeckt. Ich wollte gerade sagen, irgendeiner hat ja gerade einen Wasserfilter gemacht. Hallo? Ja, hallo. Ich möchte gerne craften. Nee, ich meine, ich habe gerade mit dem Spiel geredet. So. Ich habe gedacht, dein Internet geht schon wieder weg. Beschrei es bitte nicht. Ich bin froh, dass es gerade so gut läuft, dass Jigsaw nicht mal mit der E-Ratte sich durch die Gegend glitscht. Na, HE-Ratte? Liegt die gleiche Luft? Oh. Fire in the hole! Du kannst gerne in... Ist da, wäre der... Wäre das jetzt jugendfrei? Keine Ahnung, was ihr zwei macht, aber ich penne gerade eine Runde in der Hängematte. Wo hast du eine Hängematte her? Die war hier! Ich hab mich verlaufen, ich fällt eh nie wieder heim. Ich hab mich gerade auch verlaufen, ich weiß nicht, wo ich herkomme. Ich bin hier auch gerade planlos im Wald unterwegs. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Also wir sind zu dritt und laufen an drei unterschiedlichen Orten rum. Ha. Yep. Und sehr gut. Ich hab Larven entdeckt. Lichter Larven lecker. So nach dem Motto. Ich habe schon wieder irgendwelche. Ich habe 4 Blutegger in einem Arm. Nice. Läuft bei dir, würde ich sagen. Die lutschen besser als ich. Das bezweifle ich. Du bist doch der Meister im Lutschen. Der Lutschi, Lutschi. Ich habe unvorteilhaft. Ich bin im Lager von den Idioten gelandet. Nice, ich hab ne Dose gegessen. Hast du gegessen? Ne Dose. Weißt du, er hat sich dann ein 3-Sterne-Restaurant gesucht, weißt du? Ja. Ich hab hier den Ausgang gefunden. Und ich spiel den Spitzel beim Feind. Das ist 5-Sterne-Hotel, da bin ich jetzt. Ich wollte es euch aber so nicht sagen. Nicht, dass ihr eifersüchtig seid. Nö, ich hab... Die irren hier umher. Ich spioniere nur den Feind. Wenn noch mehr Leute sind, die Hilfe brauchen, habe ich gesagt, nö, ich war alleine. Ich spioniere mal unseren Feind weiter aus.
Ja, mach das. Vielleicht kannst du dich ja denen anschließen. Da bezweifle ich, so feindselig wie die aussehen. Die kommen irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht zurück. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei denen wirklich sowas mit einfach so feindselig zu tun hat oder ob Das sind das einfach Rassismus Kannibalen. ist. Ja, aber woher wissen die, dass du nicht auch ein Kannibale bist? Die gehen einfach mal so davon aus. Ich glaube, das ist so Ich habe ein, keinen Platz auch mehr im Rucksack. so ein Rassismus-Ding bei denen. Ich bin jetzt wieder am Fluss unten. Irgendwas Ich bin da, bewegt wo sich wir da. das erst, ich bin da, wo wir das erstmal versucht haben, ein Lagerfeuer zu bauen. Ernsthaft? Nice, da war ich auch schon. Ach, da ist ein Feuergiftfrosch. Ich habe ein Wasserschwein Ja. entdeckt. Wenn du In welche hingehst, Richtung? kannst du den anfassen. Wenn du ihn anfasst, Stirbst tut's du? dir Ja. weh. Ich glaube, ich kenne mich hier aus. In welche Richtung bist du gegangen, als du beim Fluss warst? Über den Fluss. Also Ah, einmal ich bin mal gerade aus dem rüber. Haus. Haus? Hä? Haus? Nein, bei uns zu Hause. So. An der Höhle bin ich jetzt wieder. Bin irgendwo so am Bogen gelaufen. Herzlichen Klingende Glühstrumpf. Schildkröte. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wollen wir uns einen Wasserfilter irgendwo hin platzieren? Ja, kannst du gerne machen. Ich habe die Orientierung verloren. Der ist Macht neben mir das. rascheln. Höchstwahrscheinlich sitzt gerade ein Hillibilly neben mir im Busch und beobachtet mich. Ja, passiert, ne? Wenn ich schnell was trinke. Ich weiß nicht, wo ich bin. Könnt ihr irgendwie eine Leuchtrakete bauen? Ja, weil ich habe schon wieder einen Egel. Wo denn? Ich weiß es nicht. Wo ist denn der? Weg mit dir, du Vieh. Hat jemand einen langen Stock? Ich hatte Nein. zwei, aber die sind im Lager zurückgeblieben. Ja, ich bin ja im Lager. Nein, nicht von uns. Achso. Irgendwas ist da gerade von den Bäumen gefallen. Eine unbekannte Nuss. Das ist immer Ist das schön ein bei dir. schlechtes Zeichen, wenn Dinge von den Bäumen fallen? Würde ich Kommt jetzt das wieder sagen, auf? nee. Wenn mir viele Klapperschlange. Frösche hüpfen hier rum. Klapperschlange. Ein Ara, ich töte jetzt einfach ein Ara. Okay, der ist weggeflogen. Wollen wir einen Kompromiss eingehen? Du bringst mich um, ich bring dich um und wir spawnen beide da wieder, wo unser Zuhause ist, okay? Dann verliere ich Wieso, zwar hast mein du schon wieder Knochenmesser, ein aber. Hillibilly gefunden? Nein, eine Klapperschlange, die mich genau So. anguckt. Also Leute, ne? Ich frag mal für einen Freund. Aber wir nähern uns jetzt schon wieder dem Ende der Folge zu. Haben wir es mittlerweile geschafft, Feuer zu machen? Nein. Nein, wie denn? Ich bin nicht Sehr da. gut. Sehr gut. Ich habe schon wieder irgendeine Krankheit oder sowas. Ich weiß nicht, wo ich bin. Es gibt schließlich keine Karte, da kann ich nicht nachgucken. So ein Mist. Also ich bin jetzt wieder bei der Höhle. Ich habe hier gerade schon wieder ein aggressives Gürteltier gehört. Nice. Hallo Drasron, ich bin zurück. Hallo, ich bin schon wieder weggegangen. Oh, oh Gott, das hat mich einfach so viel erschreckt. Es wird dunkel und ich sehe nichts. Oh, Tapire. Ja, Schatzels. vor so einem habe ich mich eben erschreckt. Schatzels, Ich geh mal rennt gucken, ob doch ich nicht drin weg. schlafen Sucht mir kann. mein Zuhause wieder. Was gehst du gucken, Chicky? Ich geh mal gucken, ob ich drin schlafen kann oder nicht wieder von einem Skorpion erstochen werde. Ist das eine schlaue Idee, den Tapiren zu folgen? Ah, Klapperschlange.
Ich hau mich mal ins Ohr. Ins Ohr, ja. Ja, mach das. Hau dich mal ins Ohr, aber so lässt du es hören. Es soll richtig schön knallen. Ah, eine Klapperschlange. Eine Klapperschlange, die klappert. Irgendwas läuft hinter mir. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so eine geile Idee, was ich gerade hier mache, ne? Es ist dunkel, ich habe Angst. Dass ich weggehe. Gute Nacht! Nee, ich gehe zurück. Wo bin ich? Das würde ich auch gerne mal wissen. Erstmal wieder hier. Erstmal. Den ausrüsten, da fühle ich mich nämlich etwas sicherer. Ich habe hier irgendwie einen Weg gefunden. Irgendwo hin. Hier sind keine Pflanzen auf dem Weg. Okay. Doof. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eine doofe Idee ist, dem Weg zu folgen. Aber irgendwas sagt mir, ich soll dem Weg folgen. Ich habe hier eine kaputte Brücke gefunden. Okay. Okay. Also entweder bin ich gerade auf dem Weg in die Zivilisation. Oder einfach eine kaputte Brücke. Ja, oder ich renne gerade dem Feind voll in die Arme. Beides möglich, ne? Wieso habe ich schon wieder einen Igel? Weil es regnet. Ich bin die ganze Zeit irgendwie beim aggressiven Gürteltier. Ich habe hier was gefunden, was von Menschen kommt. Und zwar zwei Kanister und zwei Ölfässer. Willst du damit sagen, dass die Eingeborenen hier keine Menschen sind? Nö, aber es scheint noch andere Überlebende zu geben. Hallo, Drasron. Oder zumindest sie haben existiert. Irgendwer läuft bei mir. Hallo? 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 So, dann. Indianus? Raus? Esse was? Ich habe eine rostige Axt gefunden. Na super, ich bin weit von zu Hause entfernt. Ich habe mich voll verlaufen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Es ist dunkel. Ich kann auch nichts machen. Ich hätte vorhin Feuer wir anmachen. Tarp hier rum oder sowas. Ich hätte vorhin Feuer machen können, aber irgendjemand hat meinen Anzünder genommen, hat gesagt, den kriegst du gleich wieder und dann ist er gestorben und weg war er. Nein, ich bin nicht gestorben, der ist kaputt gegangen beim Anzünden. Nee, der ist auch vorher kaputt gegangen. Also deiner ist auch vorher kaputt gegangen. Naja, und deiner ist dann auch beim Anzünden kaputt gegangen. So, ich sterb jetzt. Wir sind auch schon bei 24 Minuten. Ernsthaft? Schon so lange wieder? Ja. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.